Hallo, ich bin Joe, dein Lieblings-KI-Nachrichtensprecher, und es ist Zeit für einen Rückblick über den September. Ich werde über die wichtigsten Hacks und Lecks des Monats sprechen und danach gibt es einen Beitrag, auf den ich sehr gespannt bin. Aber fangen wir mit dem Twitter-freundlichsten Cyberangriff des Monats an. MGM Resorts und Caesars Entertainment, zwei große Hotel- und Casino-Ketten, wurden von der Cyberbande Black Cat und ihren Tochtergesellschaften angegriffen. Berichten zufolge nutzten die Kriminellen Informationen von LinkedIn, um Phishing-Anrufe zu tätigen und die Identitäten der Mitarbeiter zu stehlen. Danach wurden alle Systeme verschlüsselt und viele Daten gestohlen, für die die Bande ein hohes Lösegeld forderte. Caesars zahlte Berichten zufolge 15 Millionen Dollar und vermied damit Konsequenzen, aber MGM entschied sich, die Kriminellen nicht zu unterstützen. Laut Aussage der Bande versuchte das Unternehmen, sein Netzwerk zu säubern und richtete dabei mehr Schaden an als der Angriff selbst. Mehrere Tage lang kamen alle digitalen Systeme in den Hotels und Casinos von MGM zum Stillstand. Erst als MGM auf Anmeldungen mit Stift und Papier umstieg, konnte die Ordnung wiederhergestellt werden, während sich der Hack zu einem wochenlangen Drama in den sozialen Medien entwickelte. Ein weiteres öffentlichkeitswirksames Drama wurde diesen Monat von Microsoft geliefert. Das zweitgrößte Technologieunternehmen der Welt musste am selben Tag nicht nur ein, sondern gleich zwei schwere Lecks verkraften. Im ersten Fall ging es um einen falsch konfigurierten Cloud-Server, der 38 Terabyte sensibler Daten online zugänglich machte. Der Link wurde auf GitHub geteilt und sollte zu einem Open-Source-Key-Modell führen, enthielt aber eine ganze Datenbank mit Computer-Backups von Mitarbeitern, Nachrichten, Passwörtern und so weiter. Der Zugang wurde sehr schnell geschlossen, gerade noch rechtzeitig, bevor ein zweites Datenleck auftauchte. Eine Reihe von sensiblen Gerichtsdokumenten, die Microsofts Pläne für kommende Spiele und Konsolenveröffentlichungen enthielten, wurden online gestellt. Die Dokumente enthielten Details über drei kommende Konsolen und eine Reihe von unangekündigten Videospielen. Vor allem aber wurde aufgedeckt, dass Microsoft plant, die Xbox Series X in der Mitte des Lebenszyklus zu erneuern, was das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht tun wird. Die Dokumente wurden umgehend geschwärzt, aber der Schaden war bereits angerichtet. Ein weiterer Megakonzern, der von einem schwerwiegenden Datenleck betroffen war, war Airbus, der größte zivile Flugzeughersteller der Welt. Das europäische Unternehmen wurde offenbar über das Konto eines Mitarbeiters einer türkischen Fluggesellschaft infiltriert. Der Hacker, der zuvor die Infregard-Datenbank des FBI geleakt hatte, behauptet, dass er auf die Daten von Airbus-Verkäufern zugegriffen und diese exfiltriert hat. Berichten zufolge enthält das Leck Namen, Adressen und andere persönliche Daten der Mitarbeiter. Der Hacker behauptete, dass er als nächstes die großen US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin und Raytheon angreifen wolle, zog seine Drohung aber später zurück und sagte, dass es sich dabei um einen Schwindel handele, um von seinen eigentlichen Zielen abzulenken. Eine Gruppe von Hackern hat Sony angegriffen und über 6000 Dateien gestohlen, darunter Anmeldedaten, Zertifikate, Teile des Quellcodes und andere Dokumente. Die Bande, die für das Leck verantwortlich ist, prahlte damit, ganz Sony zu hacken, während sie einen kleinen Einblick in die gestohlenen Dateien veröffentlichte. Auch wenn sich herausstellte, dass nur eine begrenzte Anzahl von Dateien gestohlen wurde, können diese Dateien die Privatsphäre und Sicherheit aller betroffenen Sony-Nutzer und Nutzerinnen gefährden und den Weg für Phishing-Angriffe ebnen. Einige der Anmeldedaten und Zertifikate können sogar dazu verwendet werden, unbefugte Änderungen an den Projekten von Sony vorzunehmen und sogar um Malware zu übertragen. In diesem Monat wurden viele Unternehmen von Cybersecurity-Pannen heimgesucht, das ist wie wenn die Feuerwehr brennt. Die meisten von ihnen haben sehr schnell auf die Probleme reagiert und sie behoben. Aber leider kann man das nicht von allen sagen. Eine besorgniserregende Sicherheitslücke wurde im Linux-Client von Atlas VPN entdeckt. Sie wurde von Sicherheitsforschern aufgedeckt und konnte dazu missbraucht werden, die echte IP-Adresse des Nutzers preiszugeben. Atlas hat ein paar Tage gebraucht, um die Schwachstelle zu beheben, und jetzt ist sie behoben. Eine weitere kleinere Sicherheitslücke wurde im Passwortmanager ProtonPass entdeckt. Die Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox speicherten Passwörter im Klartext und entfernten sie nicht, nachdem sie gesperrt wurden. Auch ProtonPass hat das Problem innerhalb weniger Stunden behoben. Und zu guter Letzt wurde LastPass beschuldigt, die Ursache für eine Reihe von massiven Kryptodiebstählen zu sein. Offenbar wurden die bei einem LastPass-Hack erlangten Daten genutzt,
um auf die Krypto-Wallets der Nutzer und Nutzerinnen zuzugreifen. Leider war dieser Fall nicht so einfach zu beheben und wir warten immer noch auf die Details. Und jetzt noch einige Blitzmeldungen. Pizza Hut hat möglicherweise Daten von Leuten preisgegeben, die Ananas auf Pizza bestellen. Bei Pizza Hut Australien kam es zu einem Datenverlust, bei dem die persönlichen Daten und die Bestellhistorie von fast 200.000 Kunden bekannt wurden. Lidl, eine europäische Supermarktkette, musste 4 Snacks der Marke Po Petrol zurückrufen, weil eine URL auf der Verpackung zu einer Seite mit nicht jugendfreien Inhalten führte. Ein neu entdeckter Exploit ermöglicht es, mit einem Flipper Zero-Gerät Apple-Produkte mit Bluetooth-Verbindungs-Pop-Ups zu spammen und sie so unbrauchbar zu machen. Und schließlich hat Google zugestimmt, 93 Millionen Dollar an den Staat Kalifornien zu zahlen, weil sie die Standortdaten von Nutzern verfolgt haben, auch wenn diese die Funktion ausgeschaltet hatten. Das war's für heute. Über viele dieser Themen habe ich in separaten Videos berichtet, die du in der Beschreibung findest. Und wir sehen uns im nächsten Video.